Es ist Freitagmorgen, 7.03 Uhr und ich bereite mich gerade auf mein Rückentraining vor. Heute ist Rückentag und ich habe natürlich meine Supplemente schon genommen. Citrullinmalat-Kapseln, Kreatin, ERAs, L-Carnitin und Taurin. Die Citrullinmalat-Kapseln sind schon wieder auf dem halben Weg stecken geblieben, so ein bisschen. Ist mir neulich auch schon mal passiert. Ich glaube, ich muss die mal anders nehmen. Oder 8 Stück auf einmal sind halt einfach zu viel. Ich habe mich gerade gewogen. Es waren 68,7 Kilogramm. Also, das Gewicht ist ein bisschen getroppt, nachdem ich vorgestern wirklich wieder etwas zu stark gecheatet habe. Und gestern war ich ja auch einen ganzen Tag unterwegs. Ich bin so um die 6 Stunden im Auto gewesen. Ich weiß, es waren so knappe 600 Kilometer hin und zurück. Also es war schon eine Menge und ich habe gestern nicht ganz so clean gegessen. Also ich habe mir überlegt, was mache ich denn für ein Meal Prep, und im Endeffekt waren es dann Roggenvollkornbrote mit Hummus, mit ein bisschen veganer Leberwurst, also so ein paar Sachen, die man halt aufs Brot schmiert und dann einfach mitnimmt und dann aus der Tupperbox essen kann. Also es war wirklich nichts Wildes, war eher kohlenhydratlastig und wenig Eiweiß. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte dann heute Morgen trotzdem die 68,7 Kilogramm. Kalorientechnisch war ich dann am Ende ein bisschen unter den 2600 am Ende des Tages. Ich hatte mir halt meinen Shake dann morgens gemacht, bevor ich losgefahren bin, und hatte dann abends noch einen Wrap. Also es war nicht so ganz so kontrolliert, aber im Endeffekt waren es genug Kalorien. Ich fühle mich auch wirklich fit. Also das Cardio gestern, das hat wirklich mal wieder richtig gut getan. Ich merke zwar irgendwie komischerweise mein linkes Knie so ein bisschen. Also ich denke mal, ich muss nachher auch mal ein bisschen dehnen. Aber auch vom Schlaf her war ich heute Morgen zumindest positiv überrascht. Also ich habe wirklich gut geschlafen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Aura das genauso sieht. Okay, Tagesform ist optimal. Super. Und der Schlaf war mit 85 auch optimal. Gucken wir mal auf die Werte drauf. Hier ist alles im grünen Bereich. Gesamtschlafzeit über 6,5 Stunden, auch relativ durchgeschlafen. Herzfrequenz, Variabilität bei 18. Herzfrequenz bei 54. Na, das sind tolle Werte. Also, Cardio. Öfter Cardio einbauen. Bevor ich mich gleich auf den Weg mache, nehme ich natürlich noch, wie immer, meine beiden Maiswaffeln. Sind sogar noch genau 2 Stück drin und habe dann zumindest ein paar Carbs. Gestern beim Cardio hat es gut getan, vorher nichts zu essen, aber jetzt beim Rückentraining habe ich dann lieber doch ein paar Waffeln noch vorher und ein paar Carbs, damit ich dann nicht irgendwie in so einen Hunger verfalle. Es ist 7.28 Uhr. Ich bin ein paar Minuten zu spät. Morgens zählt halt jede Minute, deswegen bin ich da manchmal so, gucke ich da mal so genau drauf. Aber ich werde die Zeit wieder einholen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht mein Training von Mittwoch aufgreife. Da habe ich ja mein Armtraining ein bisschen umgestellt. Ich habe ja erst den Trizeps und dann den Bizeps trainiert und keine Wechsel gemacht zwischen den einzelnen Muskelgruppen, sondern eine Muskelgruppe ermüdet und bin dann zur anderen rübergegangen. Und das könnte ich mir ja für den Rücken jetzt auch mal überlegen, dass ich am Anfang nur auf den Lat gehe, dann nach auf den Trapez und dann noch ein bisschen die Schulter mache heute. Ich glaube, das probiere ich auch mal aus. Ich mache es meistens so, dass ich mich warm mache, also erstmal den Lat ein bisschen warm mache, dann an die Trapezmaschine gehe, dann ruder, dann nochmal Breitruder wieder für den Trapez, also so eine Mischung halt mache. Immer wenn ich merke, eine Muskelgruppe wird ein bisschen müde, dann gehe ich mal rüber zur anderen. Und das ist, ich glaube, so grundsätzlich in Ordnung, aber ich dachte mir jetzt, oder ich denke mir jetzt mal, dass ich jetzt erstmal nur den Lat mache und dann nur den Trapez und mal gucken, wie sich das Ganze dann so anfühlt, ob ich dann vielleicht fokussiert bei einem Muskel bleibe, den müde mache. Und ich gucke dann auch mal, wie sich das dann auf die Regeneration auswirkt und ob ich irgendwelche Effekte merke. Ist mir gerade so spontan eingefallen, diese Armgeschichte, die war auch relativ spontan.
Hat sich aber im Nachhinein ganz gut angefühlt. Deswegen probiere ich das jetzt so mal aus. Workout complete. Was soll ich sagen? Ich bin kaputt. Aber für das letzte Training morgens vor der Arbeit in dieser Woche war das wirklich wieder Bombe. Also ich hatte beim Rücken wirklich zuletzt jetzt anscheinend genug Regeneration. Das letzte Rückentraining, wann war das eigentlich? Ich glaube am Sonntag. Also dadurch, dass ich quasi einen Tag länger Pause gemacht habe aufgrund von Cardio, war das wirklich gut. Und ich konnte das tatsächlich auch umsetzen, dass ich erst nur den Lat trainiere und dann später noch ein bisschen den Trapez, weil die Geräte alle entsprechend frei waren. Das ist mir dann beim Training aufgefallen, als ich mich warm gemacht habe. Also ich habe mich erst warm gemacht am Kabelzug, ja, so eine Art von Überzug quasi gemacht, also den Lat warm gemacht. Und da habe ich schon gesehen, dass ständig der Latzug frequentiert wurde, aber als ich dann warm war, konnte ich an den Latzug gehen, habe dann ganz normal Latzug gemacht mit der geraden Stange, nicht mit dieser etwas geschwungenen Stange. Mit der, finde ich, treffe ich den Lat eigentlich ganz gut. Und habe dann direkt im Anschluss, obwohl dann der Lat schon so ermüdet war, dann einarmig von oben den Lat gezogen, so kniend an der Maschine. War auch gut. Also hat mir wirklich gut gefallen. Danach habe ich mit einem ganz engen Griff, da gibt es auch im Fitnessstudio unterschiedliche Griffe, aber mit einem ganz engen Griff gerudert und bin dann quasi an den breiten Griff für den Trapez, habe den Trapez dadurch noch ein bisschen belastet und bin dann an diese Trapezmaschine gegangen, mit der ich jetzt, wenn man die Einstellung richtig macht, also Sitzhöhe, Entfernung, jetzt dann wirklich auch ein gutes Gefühl habe, was den Trapez betrifft. Dann noch so ein bisschen unterer Rücken und dann und dann Seitheben für die Schultern. Ich mache quasi immer dann das Pull-Schultertraining am Rückentag ist Pulltag und das hat dann noch so ein bisschen die Schultern jetzt belastet und damit bin ich auch durch. Also, hat Spaß gemacht, ist gut einfach mal ein bisschen zu variieren, bringt so ein bisschen Abwechslung ins Training und dadurch lernt man auch so ein bisschen noch so, ja, so die Feinheiten vielleicht auch so ein bisschen kennen und ich glaube, egal wie lange man schon trainiert, wie lange man schon dabei ist, man findet immer wieder neue Stellen oder neue Varianten des Trainings und das macht die ganze Sache ja auch wirklich spannend und so kann man dann auch gucken, okay, kann ich da irgendwie persönlich noch ein bisschen was machen, mich an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen fordern. Hoi, und das war eben tatsächlich ein bisschen fordernd. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen Hunger, deswegen geht es jetzt gleich ab zu einem kurzen Formcheck und dann Post-Workout. Alright, Formcheck nach dem Rückentraining. Alright, that's it. Was mir aufgefallen ist im Vergleich jetzt zur Diät, dass sich meine Trainingsfrequenz doch deutlich geändert hat. Also während der Diät war ich wirklich dabei, jeden Tag Krafttraining zu machen mit dem Split, um ständig einen Muskelreiz zu geben, damit nicht der Muskel abgebaut wird, sondern das Fett. Also das war wirklich mein Bestreben und Ziel während der Diät.
Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also ich mache jetzt öfter Rest Days. Also es sind nicht viele, aber ich mache tatsächlich öfter Rest Days und baue auch das Cardio dann etwas anders ein. Also ich mache zum Beispiel einen extra Cardio-Tag. Während der Diät war es dann tatsächlich so, dass ich dann abends Cardio gemacht habe, wenn ich morgens schon mal im Krafttraining war. Also das hat sich tatsächlich geändert. Von daher tut das auch gut. Ich denke mal, es ist natürlich auch ein anderer Ansatz, wenn man jetzt nicht mehr so stark in der Diät ist. Und auch das Essen ist jetzt anders. Ich mache mir jetzt gerade schnell noch mein Post-Workout, wie immer mein Müsli. Also morgens habe ich dann, wenn ich mit den beiden Maiswaffeln und dem Müsli, mit den beiden Datteln jetzt noch als schnelle Zuckerquelle durch bin, so um die 450 bis 500 Kalorien. Das bis zum Mittagessen oder bis zum Mittagessen reicht das dann in der Regel. Und das Essen macht natürlich jetzt einen Ticken mehr Spaß. Ne? Also während der Diät braucht man natürlich so richtig Disziplin. Die lege ich jetzt nicht so an den Tag. Also mal ein Cheat Day oder wenn man auswärts was isst, wenn man unterwegs ist. Ich tracke natürlich noch immer alles möglichst genau, um nicht allzu stark in den Überschuss zu gehen, aber ich kann wieder abwechslungsreicher und mehr essen, beziehungsweise wie gesagt, muss mir nicht mehr so einen Stress machen, dass ich da so diszipliniert bin. Wie gesagt, ich mache das jetzt noch alles fertig, habe mir schon das Vitamin C rausgenommen, dann kommt natürlich hier auch noch ein bisschen Zink mit dazu, direkt nach dem Training für die Abwehrkräfte und natürlich auch für die Regeneration. Morgen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es morgen ins Training schaffe. Das nächste Training ist auf jeden Fall dann Chest Day, also entweder jetzt am Wochenende, am Samstag oder am Sonntag. Da freue ich mich schon sehr drauf, genauso wie aufs nächste Video. Bis dahin.